immer ein starkes Geräusch von Wasserfließen, von Blubbern. Irgendwas ist immer gegen das Haus geschlagen. Also eigentlich kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie fix unsere Mitarbeiter da Hand angelegt haben und das Werk wieder zu dem gemacht haben, eigentlich was früher war. Mein Name ist Rainer Stenz, ich bin 58 Jahre alt, bin Betriebsratsvorsitzender am Standort in Ahrweiler, bin seit 1986 im Werk in Ahrweiler und seit 6 Jahren freigestellter Betriebsratsvorsitzender. Mein Name ist Michael Quirnbach, ich bin seit 25 Jahren im Konzern. An der Katastrophe konnte man nichts machen. Aber die zweite Katastrophe ist, dass wir unseren Arbeitsplatz hier in Ahrweiler verlieren, wäre der Super-GAU. Wie fühlt man sich dazu? Schlecht. Also mir persönlich, ja, das ist, als ob dir jeden Tag einer in die Sicht schlägt. ZF kommt da im Moment einfach nicht seiner sozialen Pflicht nach. In so einer Katastrophe überhaupt den Gedanken zu haben, Ahrweiler zu verlassen, das ist, ich würde mal sagen, das ist beschämend. Hier war so viel Geröll, so viel Durcheinander. Erstmal die Firma auch überhaupt nicht gesehen, reingeguckt und gedacht, boah, wo will man da anfangen, wo will man aufhören? Also schon geschockt. Total geschockt, ja. Mit dieser ganzen Mühe und mit diesen ganzen Anstrengungen, dass jeder seine Belange hinten angestellt hat und was die Mitarbeiter alles für den Konzern oder für den ZDF-Standort Ahrweiler gegeben haben, ist es nicht korrekt. Finde ich eine Frechheit vom Konzern, da zu sagen, wir bauen nicht auf. Wenn man sich heute die Halle wieder anguckt, die eigentlich da über 2 Meter, fast 3 Meter unter Wasser gestanden hat, da sieht man fast nichts mehr von. Wir haben schon viele Krisen durchgemacht. Aber wir haben es nicht verdient, nach dem, was hier passiert ist, dass der Standort geschlossen wird oder verlagert wird. Hat keiner verdient. Meine Forderung ist, dass sie sich zur Ahrweiler bekennen sollen, dass wir hier weiter produzieren. Das sind sie ihren Mitarbeitern schuldig, weil wir haben unsere ganze Freizeit, unsere ganze Energie die letzten Monate in das Werk gesteckt, um aufzuräumen und weiter zu produzieren, um irgendwie unsere Kunden zufriedenzustellen. Und jetzt sehe ich die Gegenseite in der Pflicht, jetzt muss was passieren, jetzt muss eine Zusage kommen, jetzt muss man ja, sich bekennen zu uns, zu seinen Mitarbeitern. Ich bin 25 Jahre beschäftigt am Standort Ahrweiler und für mich ist der Standort Ahrweiler noch nicht tot. Und ich werde auch alles dafür tun und werde auch alles mobilisieren. Und die Belegschaft wird das auch tun, dass der Standort Ahrweiler so lange wie möglich gehalten wird. Für mich ist eine Verlagerung nicht akzeptabel.